Herzlich willkommen zu einem neuen Let's Play bzw. in einer neuen Folge von Forza 5 hier auf WePlay Games for You. Ich bin Rektalin und wir haben ein neues Auto. Eine Veranstaltung auf dem Indianapolis Motor Speedway. Seit über 100 Jahren Schauplatz einiger der wichtigsten Rennen der Welt. Ja, so ist es. Indianapolis, nächste Rennstrecke. Wir fahren mit einem neuen Auto, wie angekündigt, und zwar mit dem Lotus, der dem Modell der Elise am nächsten kommt im Moment. Muss sagen, eine super geile Rennmaschine. Wir fahren in der B-Serie. Sonstige Einstellungen haben sich nicht geändert. Ich denke, auf Indianapolis werden wir wahrscheinlich ganz gut die Stärken unseres Autos ausfahren können. Bin ich schon mehr als gespannt. Kann dazu sagen, fährt sich definitiv ganz anders als der Mazda und natürlich auch der Audi. So. Gucken wir uns mal die Aufstellung an. Genau, mit dem Exige S fahren wir. Audis, BMWs. 600 Punkte, also wir sind auf Maximum für unsere Rennklasse. Das Design habe ich ein Community-Design genommen. Ich fand das ganz gut. Das hat zwar hier und da ein paar Macken, aber insgesamt finde ich das mit diesem Carbon-Look ganz ansprechend. Na, dann mal los, ne? Es wird hier Stoff gegeben. Das ist eine Rechtskurve gleich. Okay, das war nicht so gut, aber wir haben es noch. Und haben zwei Plätze trotz allem gut gemacht. Mal gucken, dass wir weiter nach vorne kommen. Ziel ist es ja wie immer, unter die ersten drei zu gelangen. Bisschen Gras ist nicht so gut, aber wir konnten es nutzen zu unserem Vorteil. Ist natürlich auch heftig, dass wir mit der Elise hier richtig in die Fahrzeuge rein crashen. Das würde ich im echten Leben wahrscheinlich nie machen. Nicht nur, weil es halt natürlich vom Reparaturwert her natürlich auch einen gewissen Satz geben würde, nee. Sondern ich kann mir gut vorstellen, dass sie ganz schnell einen Totalschaden hätte. Weil wir donnern hier ja wirklich rein, teilweise wie beim Autoscooter. Fahren wir innen vorbei. Okay. Konnte er uns nicht abdrängen demnach. So, außen, oder? Nee. Lassen wir noch vorbei. Und jetzt innen. Lässt er nicht. Bessere Beschleunigung in dem Moment. Ah, es gibt so nett. Achte Platz. Drei Runden insgesamt hier auf der Strecke. Wir sind aber insgesamt noch dran. Auch wenn der erste ganz schön weit vorne weg ist. Hier fliegen die Pylonen durch die Gegend. Den haben wir gut überholt. Jetzt können wir mal ein bisschen Stoff geben. Was hat sie denn jetzt gehabt, ey? Komm, jetzt hier. Zeig mal, was du kannst. Bring mal Leistung auf den Asphalt. Wie das Lenkrad vibriert, ist der Hammer. Da will ich nicht im Auto sitzen. Hast du danach eine Sehnenscheidentzündung, ey. Jetzt aber mal was ganz anderes. Und zwar, am Anfang habe ich ja gesagt, oh, hier Feedback und so in den Controller-Triggern. Aber irgendwie ist das im Moment nicht mehr gegeben. Also entweder hängt das damit zusammen, dass die Batterie schwächer wird und die dann also nach dem Motto, ja, wenn die Batterie schwächer wird, dann schalten wir dieses Feature einfach mal ab, um Energie zu sparen, vorgehen von Microsoft. Oder entweder das oder die Trigger-Motoren sind so unzuverlässig, dass da die schon im Eimer sind, so nach dem Motto. Was ja mega krass wäre. Und ich jetzt erstmal nicht hoffen möchte. Den kriegen wir doch, oder? Den kriegen wir nicht, weil sie abgehauen ist. Lotus ist ja grundsätzlich bei Rennspielen meine Marke.
Immer wenn verfügbar, organisiere ich mir die. Liebe dieses Auto, auch wenn ich wahrscheinlich im echten Leben niemals durch den Stein passen würde, weil ich viel zu groß bin. Komm schon, den Ferrari kassieren wir auch noch, oder? Lässt uns nicht so wirklich, aber wir sind bis auf Platz 6 rangekommen. Gucken wir, dass wir hier im Windschatten bleiben. Der erste hat natürlich so krass Vorsprung. Ist ja schon nicht mehr schön. Habt ihr gesehen, wie der abgekürzt hat, der Ferrari-Fahrer? Wahnsinn, ey. So, jetzt haben wir es denen aber gezeigt. Schön außen vorbei. Wir müssen den dritten auf jeden Fall noch bekommen. Ich will nicht nur Silber haben. Beim ersten weiß ich nicht. Ich glaube eher nicht, dass wir den noch kriegen. Aber hier, Platz 3 und 2 sind auch heiße Kandidaten. Na komm. Gibt's doch gar nicht hier. Komm nicht ran. Warum ist die Frage? Natürlich auch, weil wir überdurchschnittliche Driver-Tage als Gegner haben. Aber... Oh, wir schaffen's noch. Wir kommen noch auf einen Goldplatz. Die drei haben wir im Sack. Den halten wir auch. Alles klar, damit ist das Ziel erreicht. Gold zumindest. Wir hätten am Anfang besser wegkommen müssen, ohne Quatsch. So. Ja, Gold. Insgesamt jetzt durch Affinitätsbonus und so weiter doch ordentlich... Kohle dazu bekommen, sprich 1200. Das ist schon nicht schlecht hier. Da auch nochmal Kohle eingesteckt. Würde ich sagen, dann beenden wir die Folge an der Stelle. Ich bedanke mich natürlich immer fürs Zusehen und sage ciao, ciao. Bis zum nächsten Mal.